So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute schauen wir uns Elektromagnetkrieger an, ja. Ein Deck, was wir uns schon ein paar Mal angeschaut haben. Aber Elektromagnetkrieger haben eine neue Supportkarte erhalten. Und zwar eine Spielfeldkarte namens Magnetfeld. Magnetfeld! Falls du ein Erdemonster vom Typ Fels der Stufe 4 oder niedriger kontrollierst, können wir ein Magnetkriegermonster der Stufe 4 oder niedriger in unserem Friedhof wählen und es spezial beschwören, ja. Also ein ganz cooler Effekt. Aber es wird noch besser. Einmal pro Spielzug, ja, wenn ein Magnetkriegermonster kämpft, ja, beziehungsweise ein Erdemonster vom Typ Fels und am Ende der Damage Step das gegnerische Monster nicht zerstört wurde, können wir es auf die Hand zurückbouncen. Richtig guter Effekt und den können wir sowohl in unserer Offensive als auch in der Defensive nutzen, ja. Magnetfeld, eigentlich eine Instant 3-Off-Karte. Wenn ihr sie dreimal habt, ich habe sie leider nur zweimal, ja? Und diese Karte rauszusearchen, streamen wir in diesem Deck Untergang des Landes. Untergang des Landes ist eine der, ja, Budget-Terraforming-Optionen, die man in Duel Links hat. Falls unser Gegner einen Monster als Spezialbeschwörung beschwört, können wir eine Spielfeldzauberkarte von unserem Deck wählen und sie direkt aktivieren. An sich ganz gut. Terraforming wäre natürlich besser, aber Untergang des Landes ist dann halt das Beste, was wir halt in die Richtung in Duel Links haben zurzeit. Ne? Definitiv dreimal in dem Deck, vor allen Dingen, weil wir nur zweimal Magnetfeld spielen und die Karte doch sehr, sehr wichtig ist. Dann habe ich als Ersatz für das dritte Magnetfeld, magnetische Umkehr, wähle eins deiner verbannten Monster vom Typ Maschine oder Fels, was nicht als Normalbeschwörung beschworen werden kann und beschwöre es. Ich finde die Karte ganz cool in Kombination mit Berserkion, der normalerweise nicht als Normalbeschwörung beschworen werden kann. Und wenn Berserkion zerstört wird, können wir theoretisch magnetische Umkehr irgendwann im Spiel nutzen, um den Berserkion wieder aus Feld zu holen. Ja, das ist die Idee dahinter. Wir spielen einmal nochmal Begräbnis aus einer anderen Dimension, ne? Vor allen Dingen in Kombo mit Elektromagnetkrieger Berserkion, das ist ziemlich gut. Und zweimal Treacherous, weil Treacherous Spiele gewinnt. Das Deck spielt sich relativ simpel. Wir spielen auch Sealed Tombs. Wichtig hierbei ist, Sealed Tombs bitte erst am Ende eures Spielzugs nutzen, ja? In der Regel zumindest. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, denn wenn ihr ein versickeltes Grab nutzt, bevor ihr zum Beispiel Berserkions Effekt aktiviert und in dieser in diesem Spielzug eigentlich Berserkions Effekt aktivieren wolltet, geht das nicht mehr, weil ihr nicht banishen könnt. Deswegen bitte erst Berserkions Effekt, dann Sealed Tombs, ja? Das ist die Idee dahinter. Und wir spielen Sealed Tombs, weil Sealed Tombs in der aktuellen Meta ziemlich solid ist, ja? Alpha sucht uns Berserkion raus, deswegen wir Berserkion jetzt nicht unbedingt dreimal brauchen, weil wir den raussearchen können. Gamma habe ich leider auch nur zweimal. Wenn ihr den dreimal habt, spielt ihr den bitte dreimal. Und dazu halt nochmal dreimal Delta, der Free-to-Play ist. Und einmal Beta, der auch Free-to-Play ist. Ja! An sich ein recht günstiges Deck tatsächlich, die Elektromagnetkrieger. Größtenteils müsst ihr nur in Miniboxen rein, von daher... Wenn ihr das Deck mögt, wenn die Elektromagnetkrieger euer Style sind, das Deck ist relativ simpel und direkt, dann baut euch das Deck. Lohnt sich. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Okidoki, Mokuba Kaiba wird unser erstes Opfer. Goblin Deep, what? Goblin Deep, holy damn! Was geschehen hier für Dinge? Hinotama! Raimai! Oh no! Ja, das sind Decks, Leute, gegen die spielt ihr, wenn es tatsächlich gerade Action Jackson ist, im wunderschönen King of Games, End of Season vor allen Dingen, dann spielen Leute teilweise solche Decks. Anyways, Attack, Pass, und dann schauen wir weiter und dann sollten wir nächste Runde Lethal haben. Dann seht ihr ungefähr wieder, wie die Elektromagnetkrieger in Action funktionieren. Mein Gegner hat jetzt einen einzigen Draw. Oh, shit. Wow. Okay, ich habe jetzt vielleicht doch wieder... Okay. Ich glaube, ich habe gerade doch ein bisschen Angst. Fuck. Ich sehe zwei. Aber okay, ich sollte mich nicht freuen. Es gibt doch diese Revolutionskarte, die mir für jede meiner Handkarten 400 Damage oder so drückt. Okay, nochmal Cup of Aces. Okay, nevermind. Ich habe gewonnen. Ja. Das ist ein ganz, ganz witziges Deck, was mein Gegner spielt. Bis später. Bis später sagt was. Bubble Man kommt auf die Hand. Oh, kann er es jetzt wieder specialen? Ist das nicht ein One-Off, Bubble Man? Nein. Aktiviert sich sogar öfter. Oh mein Gott, wenn er jetzt die Revolutions... Die macht 200 Damage pro... Okay, dann habe ich noch nicht verloren. 1-4. 800 Damage. Oh mein Gott. Was?
Okay, okay. Aber Bubble Dance Effekt triggert nicht. Er kann sich zwar specialen, aber er zieht nur die zwei Karten, wenn er keine anderen Karten kontrolliert. Okay, never mind. Ich hatte gerade echt ein bisschen Angst, Leute. Almost got memed. Okay, Leute, falls ihr euch jetzt fragt, warum an dieser Stelle das Video vielleicht andere Lichtverhältnisse aufweist. Zum ersten Mal seit langem ging ich davon aus, dass ich aufnehmen würde. Doch, ich habe nicht aufgenommen. Das ist ziemlich frustrierend, vor allen Dingen, weil ich einige richtig geile Games hatte. Aber mein J, shit happens, Mund abwischen, weiter geht's. Dann spiele ich halt heute ein paar Runden mehr, ja, damit ich ein bisschen Gameplay für euch habe. Anyways, ich glaube, ein Match, das habe ich aufgenommen. Danach musste ich eine Pause machen, weil ich noch ein Video rendern musste, damit es nicht ohnehin schon zu spät kommt. Und jetzt bin ich da für euch, ja? Geiler Scheiß. Anyways, wir spielen gegen Kaiba mit Blue-Eyes-Höhlen. Ich denke mal, das ist ein Blue-Eyes-Deck, was jetzt einfach ein bisschen gebrickt hat. Und er gibt mir eine Drowning. Das ist okay. Drowning auf einen Alpha finde ich vertretbar. Ja, wir haben Untergang des Landes. Für den Fall, dass jetzt irgendwas specialen sollte, aber wir haben nichts, was uns in irgendeiner Form verteidigt. Vielleicht hätte ich auch einfach gar nicht angreifen sollen. Wäre wahrscheinlich sogar eher der Play gewesen, aber well, ist halt so, ne? So. Gegner haut jetzt erstmal Beschützer, der oder mit den blauen Augen einem Blue-Eyes-White-Dragon ausfällt. Dann können wir erstmal Untergang des Landes drücken. Und unser Magnetfeld aus, Magnetfeld? Doch, unser Magnetfeld aus Feldhauen. So. Alternative Evolution. Okay. Da ist der Blue Eyes Alternative Dragon und mein Gegner greift an. Hm. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so geil. Wir haben jetzt Delta. How do we do this, guys? Wenn der seinen Effekt aktiviert, könnten wir theoretisch etwas unchain. Aber sobald ein zweites Monster kommt, habe ich ein Problem. Ja, die Drowning hat mich schon echt zurückgeworfen. Wir machen das einfach wieder so. Alpha, Effekt, reinchargen etc. pp. Kann ich nicht. Mein Gegner kann was aktivieren. Das könnte theoretisch eine Treacherous sein. Oder was anderes. Ja, Regie, ergibt Sinn. Sieht mir aber eigentlich eher nach einer Treacherous aus, wenn ich ehrlich bin. Oder halt eine Feindkontrolle. Das sind ja so die zwei üblichen Karten, die du halt Backrow noch spielst in diesem Deck. Sniperhunter. Oh, und damit ist unser Schicksal eigentlich besiegelt. Yep, damit ist unser Schicksal eigentlich besiegelt. Wait. Wait, okay. Schade. Leider trifft er das. Das heißt, ich kann jetzt nicht in irgendeiner Form gamblen. Und der Gegner geht direkt in die Battleface. Der macht das gut. Denn somit verliere ich das Spiel. Jetzt höchstwahrscheinlich an der Stelle. Ja, kann ich nichts machen. War ein bisschen blöd. Ich hätte einfach nicht angreifen sollen. Aber ich habe halt nicht mit Drowning gerechnet. Vor allen Dingen, ich ging halt eigentlich schon davon aus, dass mein Gegner wahrscheinlich ein Blue-Eyes-Deck ist. Aber welches Blue-Eyes-Deck spielt denn Drowning? Ja, eigentlich gar keins. Das ist halt das Ding. Anyways, ich zeige euch nochmal den Effekt von Magnetfeld. Ups, wir bouncen die Karte zurück auf die Hand. Und Sniperhunter greift jetzt an und tut sein Übriges. Ist halt ein bisschen schade, aber, well. Beim nächsten Mal weiß ich, wir greifen einfach gar nicht an. Wir droppen Delta. Das ist auch ganz genehm, meine coole Kombo. Delta, für Beta. Dann können wir Magnetfeld droppen. Und jetzt können wir mit Magnetfeldseffekt Delta Spezial beschwören. Nicht Delta. Beta. Aktivieren Betas Effekt und kriegen nochmal einen Search rein. Das ist ziemlich gut. A very, very, very nice Wombo Combo, by the way. Konami, ich habe eine kleine Bitte an euch. Wann kriegen wir eine zweite Kopie von Beta? Zombie World hat jetzt auch eine zweite und eine dritte Kopie bekommen. Aber was ist mit Beta? Das Deck würde dadurch nicht broken werden. Es würde halt besser werden, aber nicht broken. Maybe. Someday. Maybe. Ich nehme das Video jetzt von der Nacht von Sonntag auf Montag auf. Morgen kommt die neue Banlist ins Spiel. Und dann kann keiner mehr cheaten, ihr kleinen Halunken. Ja, da wird hier nur noch fair and square gespielt. Alright?
So, hat mein Gegner jetzt überhaupt noch Lust? Ich meine, mein Opener ist ziemlich gut. Das ist eine gute Kombo, wie gesagt. Delta mit Magnetfeld, deswegen ist Magnetfeld an sich halt auch ziemlich nice. Und mein Gegner droppt eine Poli. Alright. Aber Thermo und Poli, was könnte das jetzt aus Feld rufen? Was könnte das jetzt aus Feld rufen? Für 1, 2, 3. Ah, Ancient Gears. Alright, kein Problem. Ancient Gears ist fein. Solange der jetzt keinen verstärkenden Strom hat. Verstärkender Strom wäre ziemlich gemein. Fusionsrückerstattung ist okay. Das juckt mich eigentlich nicht wirklich. Weil nächste Runde sollten wir unseren Gegner OTK'n können. Okay, kein Problem, kein Problem, wie gesagt. Sollte eigentlich komplett okay sein. So, jetzt kriegt er nochmal einen Surge raus, aber der Surge ist eigentlich egal, weil die Karte dann ohnehin nicht mehr spielen kann. Ah, er hat einen Ancient Gear Golem gespielt, ne? Perfekt. Da haben wir nächste Runde so einen wundervollen OTK. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Also absolut gar keine Sorgen. Wenn er angreift, wie gesagt, Magnetfeld. Außer, sagt das die Aktivierung? Keine Zauberanfallen kann aktivieren, aber die Karte ist ja schon aktiviert. Das heißt, ich würde den Effekt der Karte aktivieren, aber die Karte an sich ist schon aktiviert. So, sobald er in der Battle Phase ist, Leute. Switcher Reno. Und das war ein huge mistake. Warum hat er denn bitte schön den aus dem Grave genommen? Sobald ich den jetzt gleich wegschieße, kriegt er den nämlich nicht mehr aufs Feld. Hm. Da hat mein Gegner tatsächlich nicht sein Brain aktiviert. So, am Anfang der Battle Phase. Bam. Better. Chain. Wir droppen Delta. Meinetwegen im Angriffsmodus. Letzten Endes verliere ich dadurch weniger Let's Play. Life Points, 100 an der Zahl. Dann kann ich den Alpha ins Grave schicken. Und dann können wir nächste Runde hier das Feld klären und dann haben wir OTK Lethal. So, Magnetfeld, zurück auf deine Hand. Tschüss, beziehungsweise ins Extra-Deck. Ja, und dadurch sollten wir jetzt eigentlich unseren OTK haben. Feel so good, man. Ja, Berserkion. 1, 2, 3. Und das ist jetzt ziemlich nice, wie gesagt. Dann kriegen wir den nochmal aufs Feld. Wir können Delta nochmal so beschwören. Und jetzt passt mal auf die Wombo-Kombo auf. Delta, Effekt. Wir hauen nochmal ein Alpha ins Grave. Wir können dann nochmal schön die Kombination droppen, dass wir jetzt erst nochmal den Alpha aus dem Grave direkt aufs Feld holen. Effekt. Wir holen uns dadurch jetzt nochmal den Berserkion. Und ich könnte den zweiten Berserkion auch nochmal in der nächsten Runde dann specialen, falls der hier besiegt werden sollte. Und wir haben auch nochmal magnetische Umkehr, damit wir den auch nochmal beschwören können. Also, das Deck ist eigentlich lächerlich gut, wenn die Kombo stimmt. Und Magnetfeld macht das Deck halt echt gut. Ich bin aber überlegen, ob ich da vielleicht nochmal ins Set gehe, aber eigentlich, ne, wahrscheinlich. Wobei, kommt drauf an, wenn man irgendwann einen dritten Ulti-Apelio braucht, dann würde ich vielleicht nochmal reingehen. Aber ansonsten eher nicht. Aber das Deck Magnetkrieger mit dem Feld, mit der Spielfeldzauberkarte Magnetfeld ist ultra gut. Vor allen Dingen mit der Kombo mit Delta, die ihr gesehen habt. Insane. Ja, wir droppen Magnetfeld. Gamma. Gefolgt von einmal ein typischer Fallgrube und direkt Untergang des Landes. Ja, wir hauen einfach alles komplett raus. Yep. Direkt von Anfang an hauen wir einfach alles straight komplett raus. Okay, that's the deal. Und dann schauen wir weiter, was wir jetzt hier machen können. So, mein Gegner settet ein paar Karten, okay. Wenn es ein langsameres Deck ist, dann prayen wir darauf. Ja, also wir jagen diese langsameren Decks, weil wir es einfach können. So, Delta. In Attack Mode aktivieren Deltas Effekt. Deltas Effekt sorgt jetzt dafür, dass wir Alpha ins Grave bekommen. Warum Alpha, Regi? Weil wenn ich Alpha jetzt gleich mit dem Effekt von Magnetfeld beschwöre, kriege ich meinen Berserkion sogar direkt auf die Hand. So, wir ziehen sogar ein zweites Mal Magnetfeld. Was actually pretty good ist. So, dann können wir jetzt erstmal Elektromagnetkrieger Alpha aufs Feld droppen. Und kriegen dann den Surge rein. Die Frage ist, was machen wir danach? Ich habe einmal Untergang des Landes, eine Treacherous. Greife ich an? Greife ich an, ist die Frage. Mein Gegner kann irgendeine Karte aktivieren. Das heißt eigentlich so, das ist irgendwie was wie Kanadier oder sowas in der Art. Ne? Irgendwie sowas. Könnte vielleicht auch eine Treacherous sein. Ich weiß es nicht. Ist alles möglich. Da ist der Berserkion. Und wie gesagt, jetzt ist halt die Frage, ob wir angreifen oder nicht. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier erstmal einen Slow Approach und greifen.
Ja, ich will eigentlich schon gerne schon mal ein paar Ressourcen raushauen. Wir greifen erstmal mit Delta an. Und mal gucken, was jetzt passiert. Wall of the Anything, ja. Dimensionsgefängnis. Entkräftungsschild. Das ist jetzt aber kein Stalldeck, oder? Was mein Gegner spielt. Don't do it. Don't be that guy. Don't be that guy. Okay. Entkräftungsschild. Was ist das für ein Deck? Subterror? Irgendein Stall. Es könnte ein Stalldeck sein, tatsächlich. Es könnte tatsächlich ein Stalldeck sein. So, Entkräftungsschild. Also, das ist auf jeden Fall keine Floodgate. Das müsste irgendetwas sein, was ihr eben schon aktivieren konnte. Ich glaube, es ist ein Subterror-Deck. Ich bin mir eigentlich sogar relativ sicher, dass es ein Subterror-Deck ist. Ich weiß zwar nicht, warum der dieses ganze Zeug in seiner Liste spielt, aber es ist ein Subterror-Deck, wie gesagt. Ja, das dachte ich mir eigentlich sogar schon. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum er das tut, aber er tut's. Okay? Und wie gesagt, ich habe absolut keinen Schimmer, warum er das macht. Und gegen Subterror ist Treacherous Gold wert. Ich hoffe, er holt nochmals Subterror-Monster aus Feld. Tut er nicht, kein Problem. Treacherous, einmal, zweimal. Jetzt kann er natürlich die Karte direkt wieder aufflippen. Tut er nicht, kein Problem. Dann chain ich halt den Effekt an. So, Resolve. Durch Alphas Effekt hole ich mir mein Gamma und dann kann ich ihm jetzt gleich das Feld erstmal wegfetzen. Das ist der Plan. Zumindest. Wobei, reicht das eigentlich? Na, ich glaube, das reicht gar nicht. So, du wirst beschworen. Dann können wir deinen Effekt aktivieren und hauen jetzt nochmal die letzte Magnetkriegerkarte weg. Also Beta. Aber ich habe nicht genug Ressourcen, wie gesagt. Ich habe tatsächlich nicht genug Ressourcen. Ich müsste dann halt eher so eine komische Beatdown-Variante dann spielen. Ich schmeiß ein Beta ab. Ja, Berserkern wäre ja auch absolut nicht der Play. Absolut nicht, nee. Untergang des Landes bringt mir auch nichts. Jo, wir aktivieren den Effekt von Magnetfeld. Holen uns Alpha aus dem Grave wieder. Nein, ich hätte mir Beta holen müssen. Ja, das war nicht gut. Ich hätte mir Beta holen müssen. Beta wäre der Play gewesen. Mit dem hätte ich nämlich alles searchen können, außer Berserkern. Aber Berserkern muss ich ja gar nicht searchen, weil ich mit Beta Alpha searchen könnte und Alpha searchen dann Berserkern. Das wäre eigentlich die bessere Reihenfolge gewesen. Ich meine, so pushe ich minimal mehr Damage. Wobei, nee, eigentlich nicht. Die haben beide. Doch, ich pushe minimal mehr Damage. Ja, 200 an der Zahl. Ja, immerhin. Ja, immerhin. Ist nicht schlecht. Wir können Untergang des Landes setzen. Und dann wird einfach mal angegriffen. Erstmal mit dem Schwächsten. Schauen wir mal, was sich da für eine verdeckte Karte. Wieder ein Kräftungsschild. Ich meine, er spielt Yugi. Yummy Yugi. Will ich hier Dingens triggern? Oh, Dimensionsgefängnis. Das ist okay. Und der da auch nochmal rein. Das ist wahrscheinlich Subterror Final Battle. Ich bin mir recht sicher, dass es Subterror Final Battle ist. Ich meine, ich trigger jetzt Destiny Draw, aber das ist, wie gesagt, voll okay. Das ist... whatever, ja. Scheiß drauf. Hauptsache, ich kriege jetzt den Damage rein. Und ich habe jetzt zweimal Untergang des Landes, was mir nichts bringt. Aber es sind theoretisch Targets, die ein bisschen Angst machen. Auch wenn ich sie nicht aktivieren kann. Aber es könnte ja sein, dass er denkt, ich bin Big Brain. Und ich habe meinen Toggle ausgeschaltet. Dass er sich jetzt so denkt, was sind das für Karten? Oh, not like this. Ich weiß nicht, was das liegen könnte. Vielleicht muss ich das jetzt erstmal mit meiner Stygokrake entfernen, bevor ich angreife und Damage pushe. Big Brain, Leute. Ja, Big Brain. So, mein Gegner settet einfach eine Karte. Okay. Dann würde ich sagen, ist es soweit? Alpha. Beschwört jetzt erstmal nochmal Delta und dann habe ich genug Fuel für die nächste Runde für Berserkion. Dann ist es soweit. Ein Berserkion darf dann erstmal die komplette Backrow leer fegen. Yes. Das ist jetzt das Ziel. Also, Delta, du darfst gerne nochmal den Gamma weghauen. Und es ist mein Zug. Alright. Dritte Kopie Untergang des Landes. Perfekt. Eigentlich nicht. Es ist absolut das, was ich nicht haben wollte. Jetzt habe ich genug Futter im Grave. Zumindest erstmal. Für einen Schuss.
ein Schuss, Leute, ja? Ein einziger. One moment. So. Berserkion aktiviert seinen Effekt. Wir schießen die linke Karte. Die linke Karte ist die Karte, die mir eher Angst macht, weil er die jetzt gerade gelegt hat. Und das ist eine Karte, die er nach Destiny Draw gelegt hat. Ha! Ich denke, es war eine Drowning oder sowas in der Art, aber nicht mit mir, ja? Das war eigentlich der perfekte Bait. Okay, das wäre der perfekte Bait und er hat ihn geschluckt. Yay! Abschlussduell gegen Heilige Wache Thea! Und meine Starthand ist ziemlich beschissen. Oh, what? 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 Alright, kein Problem. Damit hätte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht gerechnet. Aber das freut mich. So, ich krieg leider einfach Effekt nicht rein. Dadurch weiß mein Gegner schon, was ich circa spiele. Untergang des Landes ist ganz gut. Wir hätten die heimtückische Fallgruppe und Attack, I guess. Heilige Wache. Heilige Wache. Cosmic Cyclone, alright. Welche Karte? Links, rechts? Links, das ist okay. Untergang des Landes. Das ist nicht so wichtig. Die Treacherous ist ganz gut. Die Treacherous ist auch relativ wichtig. So, Delta aktiviert nochmal seinen Effekt. Alright. Jetzt kommt Gamma ins Grave. Und der Gegner settet noch eine Karte. The Hail. The Hail. So. Sieht doch aber trotzdem eigentlich ganz okay aus. Effekt. Wir schmeißen Beta ins Grave. So, und jetzt habe ich einige gute Top-Decks natürlich. Die ich hoffentlich auch bekomme. Gamma. Ist Gamma ein guter Top-Deck? Actually, no. Actually, yes. Macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied, dass ich hier jetzt droppe oder nicht. Eins, zwei, drei. Dann kriegen wir den schon mal aufs Feld. Die guten alten Berserkion. Tun ist an sich eine Option. Und wir crashen mit 1-6 und 1-6 rein. Jetzt die Frage. Na, ich trau mich nicht. Ich habe gerade so eine gute Board-Position. Ich muss da jetzt nichts riskieren. Das wäre eigentlich ziemlich dumm. Wenn es jetzt eine Drowning ist, ist das echt kacke. Oh, what? Okay. Das, war ein ziemlich guter Top-Deck. Genauso wie beider, aber das war ein besserer Top-Deck. Okay. Er konnte nicht banishen. Deswegen konnte er den Effekt nicht nutzen. Well. Ja. Deltas Effekt. Dann können wir hier erstmal die Backrow so langsam targeten. Macht vor der Wiedergeburt. Okay. Das ist ziemlich stark. Scheiße, 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 scheiße. Sealed Tombs ist raus. Sealed Tombs ist leider raus. Beta kann jetzt seinen Effekt aktivieren und er kriegt sogar nochmal eine Karte auf die Hand für noch mehr Fuel. Ah, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er den bekommt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er den direkt bekommt. Das ist natürlich jetzt mega stark für ihn. Das ist extrem stark für ihn. Hätte ich eben Lethal gehabt, wenn ich einfach angegriffen hätte? Ich hätte eben Lethal gehabt, glaube ich, wenn ich einfach angegriffen hätte. Okay. Dann haben wir jetzt ein Problemchen. Dann haben wir jetzt ein Problemchen, weil er mehr Ressourcen hat als ich. Cosmic Cyclone. Ja, wir haben jetzt ein kleines Problemchen, Leute. He has more resources than I have. And he can finish off my board way better than I can finish off his board. Er kommt nochmal an Delta. Das heißt, er hat noch mehr Ressourcen, die er mir jetzt in die Ohren hauen kann. Oh, baby! I love this. I love this. Okay, Zerstörungseffekt. Berserkion, auf geht's.
One, two, three. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe doch hier eigentlich immer noch den Vorteil. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, ich habe den Vorteil. Glaube ich. Untergang des Landes, das ist okay. Untergang des Landes ist voll okay. Das heißt, ich hätte eigentlich eben angreifen können. Ja, aber ich hätte Angst vor der ganzen Backrow, die da theoretisch sein kann. Wisst ihr, also... Wait, warum habe ich Delta auf die Hand genommen? Das war stupid. Why? War das stupid? Das war sehr stupid. Ich hätte was anderes auf die Hand nehmen sollen. Anyways. Banished er oder holt er nochmal irgendwas mit Magnetfeld aufs Feld? Er holt was aufs Feld. Okay, kein Problem. Aber eigentlich habe ich doch gewonnen. Weil ich nächste Runde einfach Berserkion rufen kann. Eigentlich habe ich gewonnen. Jo, eigentlich habe ich gewonnen. Er kann jetzt einen zweiten Berserkion rufen, aber er hat nichts, um seine Backrow zu schützen. Und er hat jetzt super, super viele Life Points verloren. Vanish. Kill Spell? Nein, Gamma. Okay, kein Problem. Gamma-Effekt? Jo, eigentlich hat er jetzt tatsächlich verloren. Sorry about that, bro. But I guess, ich bin der bessere Spieler. So, Delta-Effekt. Wir schmeißen nicht aus dem Deck. Wir fuelen unseren eigenen Berserkion auf. Mit schönen Valuable Resources. Und mein Gegner greift jetzt einfach an. Aber das Gute ist, wie gesagt, Berserkion kann auch einfach aus dem Grave banishen. Und das passt. Kann jetzt auch immer wunderbar den Effekt vom Magnetfeld nutzen. Vor allen Dingen, wenn jetzt der Berserkion hier reincrasht. Und jetzt braucht er, wenn er auch nochmal hier reincrasht. Ja. Dimension, oder Begräbnis aus einer anderen Dimension, sonst kriegt ihr den Berserkion nicht mehr aus Feld. Ja, ja. Das ist over, meine Damen und Herren. Er hat auch keine Ressourcen mehr hierfür. Das ist sowas von vorbei. Eins, zwei, drei. Perfekt. Also, ich glaube, ich bin auf jeden Fall der bessere Spieler, Leute. Ich bin auf jeden Fall der bessere Spieler. Also, das kann man nicht anders sagen. Also, Das ist ja eigentlich schon klar, dass ich hier der bessere Spieler bin, ne? Wipe the field, sage ich da nur. Ciao, Dirk. Und nochmal. Ciao, Dirk. Tschüss. Kann nochmal eine Treacherous schicken, die sogar aktiv ist. Und easy as that. Damit gewinnt ihr, Leute. Ja, Sealtooms, wie gesagt, hat unseren Gegner gerade ziemlich blockiert. Ich hätte ein bisschen riskanter spielen können, aber eigentlich war es nicht nötig, dass ich da zum Beispiel in eine random One-Off Drowning Mirror Force reinlaufe. So war das eigentlich auch schon richtig solide gespielt und ich musste halt nichts riskieren. Das Deck ist sehr kompetitiv, Leute. Ich bin tatsächlich die ganze Zeit am Schauen, dass ich meinen dritten Gamma bekomme. Und kann gut sein, dass ich vielleicht nochmal gucke, dass ich mein drittes Magnetfeld bekomme. Aber eigentlich sind zwei Magnetfelder auch okay. Drei ist vielleicht besser. Aber man hat so viele Möglichkeiten, die zu searchen. Und manchmal ist die gar nicht so wichtig. Aber die ist halt eigentlich ganz nice to have. Anyways, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, macht's gut und ciao. Bis morgen, euer Regi. Yo!